Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute haben der liebe Fox und ich was ganz Besonderes vor. Ach ja, Fox ist übrigens auch mit dabei. Was geht? Was geht ab? Also, Philipp, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Aber bevor wir loslegen, ich habe noch ein Geschenk für dich, okay? Was denn? Jetzt. Oh nein! Was? Oh nein, ich bin auch gestorben. Okay, wir sind. Oh Gott. Was für eine riesen Lavakugel ist das denn? Oh Gott, ich muss mich ganz schnell healen. Was machst du nur für Sachen? Oh mein Gott. Ich mach's wieder zurück. Ich kann euch mal sagen, was wir heute vorhaben. Wir sind heute mit zwei neuen Undercover-Accounts unterwegs. Und heute werden wir diesen Undercover-Accounts einfach mal so den Inhaberrang geben. Das heißt, niemand auf dem Server weiß Bescheid. Ich habe eine Idee, Wilko. Wollen wir sagen, dass wir den Server gehackt haben? Ja. Wir haben ja richtig komische Namen. Wie heiße ich? Du heißt, was? Ich sehe es gerade nicht. Du heißt Ronan Schuknessi, keine Ahnung. Und du heißt Alsfasafari. Ja, ich habe auch mega den komischen Skin, ja. Der ist so weiß und so. Auf jeden Fall werden wir heute diesen Accounts hier den Inhaber-Account geben. Der gesamte Server wird das mitbekommen, weil der Inhaber-Account steht in der Tablist ganz nach oben. Man sieht das im Chat. Und wir werden dann einfach mal heute sagen, dass wir den Server übernommen haben. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf die ganzen Reaktionen. Ja, ich aber auch. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Genau, ich will den Inhaber-Rang. Los. Du willst den Inhaber-Rang? Gib ihn mir. Okay, warte, pass auf. Das dann gebe ich dir den Inhaber-Rang. Okay, User Ronan Schuknessi. Bist du bereit für den Inhaber-Rang? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Okay. Das heißt, wir können danach ja wirklich alles machen, ne? Wir können alles machen, oder? Wir können absolut alles machen. Es gibt keinen Befehl, den wir dann nicht mehr ausführen dürfen. Okay. Sag mal, wenn ich den... Okay. Du hast ich jetzt die Inhaber. Bekommen. Ja. Es steht Inhaber. Soll ich mal in den Chat Hallo schreiben? Soll ich mal Hallo schreiben? Und mal schauen, wie die Leute reagieren? Oder wollen wir es noch nicht machen? Schreib mal Hallo. Ich schreib erst mal Hallo. Ich gebe mir auch mal den Inhaber-Rang. Der Erste hat schon meinen Namen geschrieben. Oh Gott. So, ich habe jetzt auch den Inhaber-Account. Oh Gott, schreib auch mal Hallo. Oh Gott. Ich habe auch Hi geschrieben. Okay. Oh Gott, der Erste schreibt schon. Jetzt bekommt es auf jeden Fall der ganze Server mit. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deren Reaktion. Einer schreibt LOL. Einer schreibt neue Inhaber. Okay, das heißt, ich habe eine Idee. Warte mal, bevor wir jetzt erstmal weitermachen, muss ich doch erstmal kurz was schauen, okay? Okay. Komm mal mit, warte, ich, da. So, warte, ich, mal hin. Ich komm dir hinterher. Ich bin jetzt gerade auf irgendeinem fremden Grundstück. Okay. Und wir können alles machen, ne? Wir können ja alles abbauen. Warte. Ja, wir können alles. Es gibt nichts, was wir nicht machen können. Wir können absolut alles machen, Philipp. Absolut alles. Oh Gott, guck mal in den Chat. Oh mein Gott, Alsfasafari raus. Wer sind die Inhaber? Oh Gott. Leute, macht Tab. Wer seid ihr? Wer sind die Inhaber? Oh mein Gott, genauso wie ich es mir gedacht habe, ist natürlich auch verständlich, wenn man nur weiß, dass eigentlich hier SkyGuy oder Forks oder so Inhaber ist und dann auf einmal kommen hier so zwei komische Typen, die dann Inhaber sind. Mir schreibt auch gerade jemand per MSG, sagt mal, wer ihr seid. Wollen wir nochmal was in den Chat schreiben, Fille? Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Weißt du, was ich jetzt mache? Guck mal in den Chat. Okay, ich guck in den Chat. Warte. So. Und? Hast du es gesehen? Hast du gerade von mir Geld bekommen? Ich habe gerade dem ganzen Server. Oh mein Gott, ja, ich hab 1002. Du hast gerade dem ganzen Server Geld gegeben? Oh Gott. Und alle schreiben Danke. Das heißt, wir haben jetzt quasi... Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Gut bei den ganzen Spielern. Das ist auf jeden Fall schon mal gut jetzt dadurch. Der Erste hat geschrieben, danke Sky. Oh Gott, danke Sky Guy. Nicht, dass unsere Tarnung gleich auffliegt. Oh Gott, nein, oh Gott. Unsere Tarnung darf auf gar keinen Fall auffliegen. Wollen wir jetzt mal in den Chat schreiben, dass wir den Server gehackt haben? Ja. Wollen wir das mal machen? Ja, okay. Wollen wir das mal machen? Schreiben es beide gleich. Ich habe eine Idee. Okay. Lass erstmal an den Spawn gehen. Okay, wir gehen an den Spawn. Und dann schreiben wir erstmal... Wenn die das erfahren, ich bin gespannt, was da abgeht. Wir sind am Spawn. Wir haben... Ich schreibe erstmal noch nicht gehackt. Ich schreibe, wir haben den Server übernommen. Man sollte auch nochmal dazu sagen, dass auch alle Teammitglieder nicht informiert sind. Das heißt, keiner weiß Bescheid, dass wir jetzt Inhaber auf dem Server haben. Ich schreibe doch gehackt. Oh. Ich schreibe einfach gehackt. Ey, guck mal in den Chat. Von unterstrich fair Nox, wenn ihr Hacker seid, gibt jedem einen Spawner. Ey, das ist ja mal mies. Ey, das ist ja mal echt mies. Oh Gott. Hast du jetzt was in Chat geschrieben? Ja, ich habe in den Chat geschrieben. Wir sind am Spawn und wir haben den Server gehackt. Oh Gott, es sind ganz viele. Die Leute kommen an Spawn. Oh Gott. Wilko, was haben wir nur gemacht?
Oder schreibt noch jemand, echt, sind das Skyga und Fox? Unsere Tarnung darf auf gar keinen Fall auffliegen. Ich gehe jetzt erstmal in den Game Mode 1. Blockbreaker hat gerade geschrieben, Leute, sind Skyga und Fox in Rente gegangen? Was? Nein, oh Gott, gegangen. Um Gottes Willen, als ob wir so schnell in Rente gehen. Nein, das dauert noch. Oh Gott, hier sind ganz viele Supporter, Wilko, komm mal zu mir. Guck mal hier drüben, ich bin hier gegenüber, hier, guck mal. Hier. Oh Gott. Wollen wir mal ein bisschen was machen? Was könnte man machen, Philipp? Was hältst du davon, wenn wir mit dem Spawn vielleicht mal kurz was machen? Aber nur ganz kurz. Okay. Was hast du vor, Philipp? Also was hast du vor? Ich habe eine Idee, okay. Also es hat vielleicht was mit Sponge zu tun. Warte kurz, gib mir eine Sekunde, das dauert kurz. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz in die andere Ecke. Oh Gott, achte bloß auf den Chat. Pass oh Gott, auf, dass wir nicht du markierst gerade den ganzen Spawn, markierst Nein, du gerade? Nicht den ganzen. Ne? Oh mein Gott, mach keine Scheiße, Philipp, mach keine Scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, jetzt glaubt wirklich jeder, dass wir den Server gehackt haben. Oh Gott. Ich schreibe mal noch hahaha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, oh Gott. Und weißt du, was ich schreibe? Ich schreibe hier, guck mal in Chat. So, haha. Nochmal richtig, ein richtig böses Lachen. Ey, ganz viele schreiben, gib mal 500.000, wenn du ein echter Hacker bist. Das ist ja mal mega mies. Hallo, ihr müsst Hauptsache, das melden. Alle wollen sich Geld erranzen. Oh mein Gott. Okay. Soll ich es wieder zurückmachen oder soll ich es erstmal lassen? Das ist die Frage. Ich würde sagen... Soll ich es erstmal zurückmachen wieder? Lass es doch einfach okay, mal so. Lass es doch einfach mal so. Ich lasse es einfach mal so. Okay, das heißt, der Spawn ist jetzt aber disconnecte bloß nicht, dass du noch Uno machen kannst. Nein, ich bleib auf jeden Fall. Das wär's ja, wenn der ganze Spawn einfach für immer auf Sponge bleibt. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Philipp, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Okay, da bin ich gespannt. Was hältst du davon, wenn wir mal auf den Teamspeak gehen mit Stimmverzerrer? Und mal uns als die neuen Inhaber vorstellen. Oh Gott. Okay, das finde ich gut. Das können wir machen, okay? Das machen wir. Das finde ich auch. Das ist eine richtig coole Idee. Lass das mal machen. Okay. Ich gehe mal auf den Teamspeak. Nur du musst ja Stimmverzerrer anmachen, ne? Ja, genau. Jetzt für alle, die das gar nicht wissen, der Philipp sitzt gerade neben mir. Quasi, ich sitze am PC ja, quasi. Ja, ihr wisst ja, wir haben ja das Büro. Also nur damit ihr das versteht, nur ich muss jetzt den Stimmverzerrer reinmachen, weil wir nur über einen PC aufnehmen, genau, die beiden über Mikrofone. Genau. So, dann mache ich das Ganze erstmal an. Okay, Philipp, wir haben jetzt auch Inhaberrechte. Wollen wir mal in den Channel reinjoinen? Ja, okay, join. Pass auf, ich habe da gerade eben einen gesehen. Lass mich den kurz nochmal raussuchen. Der heißt Citybuild Summer, also quasi auch derselbe Citybuild, wo wir jetzt gerade drauf ein bisschen unser Unwesen getrieben haben. Ich glaube, das könnte ganz gut passen, oder? Okay, join in den Channel. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute rein. Ich join einfach mal rein. Oh Gott. Hi. Hallo. Hi, bester Stimmverzerrer, EU West. Ey, Hacker. Jo, was geht? Ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass ich den Server jetzt hier... Alter, Junge, das ist mein Hack, bester Stimmverzerrer, aber du musst noch echt ein bisschen dran arbeiten. Ja, ein bisschen. Alter, Stimmverzerrer ist welcher so Stimmverzerrer? Geiger? Auch jetzt mein Hacker. Das kann man nicht genau sagen. Nein, das ist Skyguy. Ich habe einen Filter drin, das ist Skyguy. Man hört's. Ich hab den Stimmverzerrer mal rausgemacht. Ist natürlich nur ein kleiner Spaß. Philipp ist auch mit dabei. Wir nehmen gerade über einen PC auf. Geil. Channel switched. Hi, was geht? Guten Tag. Guten Tag. Wir haben gesehen, dass ihr gerade auf Citybuild Summer spielt. Wir wollten uns nur mal vorstellen, wir sind die neuen Inhaber. Ja, wir sind die neuen Inhaber. Wundert euch nicht, wir reden gerade über einen Teamspeak-Account. Ja, wir haben den Server gehackt, ne? Aber wir wollten nur einfach mal Bescheid sagen, dass ihr alle Bescheid wisst. Wir führen den Server jetzt hier weiter. Genau, wir haben Skyga und Fox abgelöst. Okay, cool. Ja, dass ihr Bescheid wisst, ne? Also, wenn ihr irgendwas macht, was... Habt ihr irgendwie Fragen oder so? Weil wenn, dann jetzt... Weil ja, kleine Frage. Können aktiv ihr Typ und ich bitte Nummer 1000 haben? Glauben wir euch das? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Oh Mann. Nein. Hi, Fox. Hier, warte, ich habe den Stimmverzerrer mal ausgemacht. Das glaube ich jetzt nicht. Ist natürlich nur eine Verarsche. Wir sind Skyguy und Fox. Was geht? Mir war es direkt klar eigentlich. Und wie ihr das einfach so hingenommen habt. Aber nett von euch. Ihr habt es einfach so hingenommen. Was dachtet ihr euch? Na gut, ich arrangiere mich jetzt damit. Okay. Na gut, wir nehmen mal weiter auf, ne? Aber sagt das mal niemandem weiter, okay? Ja,
Versprochen. Okay, danke euch, Jungs. Viel Spaß euch noch. Jo, danke, gleichfalls. Ciao. Oh mein Gott, Philipp, da ist ein Channel. Da ist sogar ein Test-Supporter drin. Oh Gott. Da ist ein Test-Supporter drin. Bann den mal. Lass da rein und bann den mal. Ich geh da mal rein und bann den mal, okay? Ja, okay. Moin, was geht? Moin. Tag. Nur, wir wollten nur mal ganz kurz Bescheid sagen. Ne? Ja, also ihr spielt ja wahrscheinlich gerade auch auf Summer, oder? Ja. Wir wollten nur mal Bescheid sagen, ihr habt es ja vielleicht gerade mitbekommen, wir sind jetzt die neuen Inhaber, wir haben den Server übernommen. Und, ja, bann den mal bitte. Ja, Louis, ich weiß nicht, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, aber das Team wird jetzt auch ausgewechselt. Also. Ja, danke für die Scheiße. Naja, gut, ne? Dann wisst ihr mal Bescheid, dass wir hier jetzt die neuen Inhaber sind. Jo, ja, dann toll, gib uns mal vorne. Wäre nett, danke. Ja, nee, ey, das ist so lächerlich. Das kann doch nicht sein! Alle wollen nur alle Items! Wollen immer einen Spawner alle wollen Spawner und Items! Junge, was ihr hier macht, ist so ich will auch scheiße, kein ne? Ich will nur Fly es ist haben. So scheiße, was ihr macht. Lass es kacke mal sein. Wir machen, ohne Spaß jetzt, wir machen jetzt seit Monaten hier und bauen hier Sachen drauf und ihr kommt einmal so hin und. Ja, ist doch so. Ja, ist so. Er hat natürlich recht, es war nur ein Spaß, Aber ich find's gut, dass du dich drüber aufgeregt hast. Ja, aber ich auch, aber auch von, ich weiß nicht, wer es war, aber einer von euch wollte direkt Items haben, das ist nicht gut. Ja, aber Fernox. Und habt auch keine Sorge, der Spawn wird natürlich gleich auch wieder mit Andu repariert. Ihr seid übrigens im Video. Ah, okay, alles klar. Ist das okay für euch, wenn ihr im Video seid? Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter und niemandem weiter verraten, okay? Ja. Okay, haut rein, viel Spaß euch noch. Okay, Freunde, ich glaube, es ist an der Zeit, den kleinen Prank jetzt hier aufzulösen. Wir haben jetzt so einen kleinen Glaskasten vorbereitet. Ich hoffe mal, alle bekommen das mit. Ich sag jetzt erstmal allen Bescheid. Wichtig, nehmt die TPA an. Und dann würde ich sagen, sende ich doch einfach mal eine TPA an alle Spieler und dann hoffe ich mal, dass das auch alle sehen und dass das nicht zu viele, dass nicht zu viele um den Glaskasten sind. Ich habe extra jetzt einen Glaskasten rumgebaut. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, wenn man will, dann sieht man es auf jeden Fall. Ich schreibe jetzt auch nochmal, war natürlich nur ein Prank. Oh mein Gott. Grüße gehen an alle raus, die heute im Video mit dabei waren. Oh ja. Grüße gehen an alle raus. Ich fand es heute mega, mega lustig, ohne Scheiß. War mal, auf jeden Fall mal interessant anzusehen, was so passiert, wenn auf einmal zwei fremde Leute den Inhaberrang bekommen. Oder was findest du, Philipp? Ja, das war sehr interessant. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall gewesen. Sowas müssen wir öfters machen, ne? Ich finde, wir können öfters mal zusammen aufnehmen. Habt ihr da Bock drauf? Ich sag das jetzt einfach mal so. Ja, stimmt. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal öfters mal mit dem guten Philipp, mit dem lieben Forks aufnehme, dann lasst doch jetzt mal hier... Genau, bei dem Video einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch beim Forks vorbeischauen, den findet ihr in der Videobeschreibung. Genau, aber wir haben jetzt eine kleine Aufgabe. Alle Leute, die bis hierhin geschaut haben, geben jetzt einfach mal einen Daumen nach oben. Und dann wissen wir, dass wir vielleicht nochmal eine Aufnahme zusammen machen. Das wäre auf jeden Fall cool. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich war in diesem Video auf meinem Server durchrasten.de. Ihr könnt natürlich auch alle gerne mal vorbeischauen. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt euer eigenes Grundstück bauen. Wir haben auch ein riesen Update hinter uns. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt noch zusammen mit euch hier das Video. Ich habe jetzt mal geschrieben, sagt alle Tschüss zum Video, damit alle sich nochmal verabschieden können. Und dann war es hier. Ach, es hat hier doch jemand geschrieben, sehr lustig, Wilko, das gibt Rache. Also ich fand es heute auf jeden Fall mega lustig. Das war's jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.